Arzt hat mir die Aufgabe in einem Moment überbracht, wo ich eigentlich schon wusste, dass das, was ich da gerade mache, nicht meine Aufgabe sein kann. Also durch die Everglades in Florida zu fahren mit einem Boot, ist halt eine schöne Sache. Ja? Also da war ja irgendwo ein Haken dran. Wir waren nur nicht bewusst, wo der Haken war. Moin Joko, alter Karussellbremser. Nachdem du wahrscheinlich gerade wie ein Irrer durch die Everglades geballert bist, kommt hier deine eigentliche Aufgabe. Sagen dir tiergestützte Therapieverfahren etwas? Das sind alternativmedizinische Behandlungsverfahren zur Linderung von psychischen Erkrankungen und Behinderungen. Beides ist ja bei dir voll ausgeprägt. Deine Aufgabe lautet deshalb, nimm an einem tiergestützten Therapieverfahren teil, aber jetzt nicht mit Delfinen oder Hunden, da ist ja Kinderkram. Du machst das Ganze mit Alligatoren. Die Aufgabe gilt als erfüllt, wenn du einem Alligator einen Kuss aufs Rübchen gedrückt hast. Der will, dass ich eine Alligatorentherapie mache. Top. Top, ja. Ihr findet es geil, ne? Wenn ich dich jetzt hier ins Wasser schmeiße, wie fändest du das? Das sind wilde Tiere. Komm, wir fahren da jetzt hin. Alberne Scherze mit wilden Tieren machen ist eindeutig der makabere Höhepunkt der Unverantwortlichkeit. Wie leicht schießt mal so ein Stachelrochen in die falsche Richtung? Wie schnell nascht mal so ein Tiger an deiner Halsschlagader und schwupps isst du nur noch durch einen Strohhalm? Und ich soll ausgerechnet einen Alligator küssen? Auch die Tatsache, dass mich erfahrene Coaches bei meiner Alligatorentherapie begleiten werden, beruhigt mich nicht wirklich. Diesmal ist Klaas zu weit gegangen. Alligatortherapie. I'm Yoko. James. James. Nice to meet you. Nice to meet you. You're smiling. I like that. We got a good plan for you today. Super plan. Are you scared of alligators? You know, I'm from Germany. We don't have alligators. Before we start, we got to get you to sign something. It's a little release to saying that if something happens to you, like injury or death, that you're not going to hold us responsible. Anybody died already here? No. Not recently. Whatever. Not recently. Das ist halt nicht einfach nur, ich guck mir die mal an, wie das bisher alle so im deutschen Fernsehen gemacht haben, sondern ich muss mit denen halt was machen. Und es ist halt einfach ein wildes Tier und da ist man nicht entspannt, egal wie cool man sein will. Fuck. Man guckt sich dieses Bild an und denkt so, ja gut, der sitzt halt auf einem Alligator. Aber man vergisst halt einfach komplett, dieser Alligator besteht zu 52% aus Muskeln. Und der hat Kräfte, das kann man sich nicht vorstellen. Also der macht dich fertig. Und der ist unfassbar schnell. Fuck. Ich habe ganz ehrlich Bedenken, dass ich das schaffe. Ganz ehrlich. Das ist halt einfach echt. Hey, are your balls shrinking up yet? Ich glaube, es ist mit allen wilden Tieren gleich. Man kann nicht sagen, das ist so und so oder das ist so und so, sondern es ist halt einfach, es ist ein wildes Tier. Und ich glaube, ob du jetzt zu einem Löwen ins Gehege gehst, der auch entspannt sein kann oder dich halt zerfleischt, genau das Gleiche ist das auch. That noise makes me nervous. This is getting comfortable with the big guys. Here, I'll give you the stick back. No. I'm a tough guy. Okay. Ich habe gar nichts gedacht, als ich da reingelaufen bin. Es war einfach nur so, hoffentlich kann ich hier schnell wieder raus und hoffentlich wird es nicht allzu schlimm. Oh, fuck, Alter. Oh. Sorry. Ach, meine Güte, das sind wirklich, das sind die Bilder. Ah, ihr lacht. Ihr seid wirklich die Allerletzten. Ihr seid schön hinterm Zaun. Uhuhuhu. Haha. It's okay. No. It's okay. Oh, fuck, please. You feel more comfortable with them? No. Warum Alligatortherapie? Man hat überhaupt mal drüber nachgedacht, was das heißt, Therapie? Das heißt ja, dass du irgendetwas behandelst, ja? Gegen irgendetwas arbeiten. If he jumps this way, just step that way. Aber hier, die Therapie ist ja eher eine Therapie, wo du. Es ist keine Therapie, du kriegst halt einfach Angst. Ja, du hast noch mehr Angst als vorher. Wow, please. Es ist einfach nicht möglich, so ein Tier in so kurzer Zeit
zu kontrollieren, kennenzulernen, irgendwie zu lesen, was als nächstes an Reaktionen kommen könnte oder so. Das ist einfach, fand ich, eine Aufgabe, die eigentlich nicht zu lösen war. Ich frage mich ernsthaft, was ich hier eigentlich mache. Der Vernunftspart meines Gehirns schreibt permanent: Hau ab, versteck dich, egal was das Publikum denkt. Das hier ist nicht kontrollierbar. Aber eine seltsame innere Stimme treibt mich irgendwie an, es trotzdem zu versuchen. Ich kann meine Angst besiegen. Ich kann hier am Ende des Tages als Held rausgehen. Als der Mann, der einen wilden Alligator geküsst hat. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich wage den finalen Schritt meiner Therapie. In deinem Kopf ist nicht, wie kriege ich den jetzt hier cool raus, sondern in deinem Kopf ist die ganze Zeit nur so, wie kriege ich den raus, ohne dass mir was passiert. Don't push against it, you bastard! Die Tiere sind verdammt schwer. Oh, yes! Fucker! Come on! Noch nie war ich so voll mit Adrenalin wie gestern. Wirklich. Also ich habe am ganzen Körper gezittert. Und selbst hier der eine da aus dem Camp, David, meint ja auch so, das hat noch nie einer gehabt, dass er so gezittert hat. Nice. Nice. Stay right there. Stay right there. Keep your hands in. On that neck, tight. One. Push it down. Keep your thumb in. If you need to get to safety, keep that thumb tucked in. There you go. To lean him back. To do this, you're going to put a knee up. Go ahead and bring one foot up if you need to. There you go. Head comes up slowly. Farther up, pull it back. Keep going. Holding pressure here. Yeah. And pushing pressure there. Sorry, guys. Four. Go. Five. Go to five. Five. Grab it tight. Five. Go to five. Go to five. Ich war mit festen Überzeugung, ich mach das nicht. Aber dann bist du da mit dem Alligator. Hast ihn, sitzt da drauf und dann war es wirklich wie so ein Film, der bei mir abläuft. Oh. Open. I can't. You can. I can't. You can. I can't. Just keep steady pressure. 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 Oh yeah. Bad boy in the house. Close. Using your wrists, same way as like you're catching them again, like you're lifting them up, putting pressure on your top hand. Good. Bring your hand up on the side. We'll go to five. We'll go to five. 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 I'm confused. Okay. Boom. Sorry. When you put his head down. Sorry, yeah, it's okay, bro. Ich habe wahrgenommen, dass ihr alle gesprochen habt. Es war mir aber total egal. Also du bist halt so fokussiert auf das Tier, weil das Tier auch fokussiert auf dich ist. Und du kriegst nicht richtig mit, was um dich herum passiert. You want to take a break? No, I'm fine. I'm just giving the final kiss. Also jetzt kommt der finale Move in dieser großen Prüfung, die mir hier gestellt wurde. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin offiziell Alligator-therapiert. No, bitte. Hol die zurück. Bitte, ey, das ist nicht lustig. Leute, das ist nicht lustig, wirklich nicht. Das ist nicht lustig.